Ja, hallihallo zurück zu The Evil Within auf der PlayStation 5. Hier bei Chapter Nummer 7 mittlerweile, Kapitel Nummer 7. Und dieses Kapitel hat es ordentlich in sich. Da oben wird schon angeteasert auf dem Foto, auf dem Bild, ja, der Wächter, The Executioner. Ihn werden wir, ja, am Ende begegnen. Und noch ein bisschen mehr. Gut, dann schmeißen wir uns gleich ins Gefecht und ich würde sagen, los geht's. Kapitel Nummer 7, eine ganz a tolle Sache, ja, mit einem tollen Endkampf, Endboss wieder, der Wächter, der Executioner. Da gibt es übrigens ein separates, drittes DLC dann auch noch. Da geht es nur um ihn, mit ihm, um ihn. Ja, und wir sind in der Kirche. Eines meiner absoluten Lieblingschapters. Das kam aus der Nähe. Keiner wird dich kriegen. Kriegen, 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 kriegen. Kriegen, kriegen. Du musst bei mir bleiben, das geht nicht anders. So, wir beginnen gleich mit Kartenfragment Nummer 13. Und das liegt hier auf dem Altar. Ja, hier herum. Da. Zum Mitnehmen. Oi, oi, Joseph, Joseph. Geht's dir gut? Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann 2 Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Warte. Das könnte. Also, sagen wir es ehrlich, nicht? So, wenn du einen Sturz hast, da stehst du nicht mehr auf. Also, das war. Aber er ist ja super Hero, ne? Okay, wir sind da herunten in diesen Katakomben angelangt. Und ja, dann schauen wir mal. Der Wächter, schimpft sich dieses Kapitel. Und dafür gehen wir da gleich mal runter. Schaut auch sehr hübsch aus hier. Mit diesen ganzen Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Kerzen. Naja, sogar da den Fall. Also ich überall. Ah. Gut, okay. Wollte nur kurz mal nachladen.
und schauen, aber da ist nicht wirklich viel. Ja, da heroben, da liegt übrigens der Ötzi herinnen, ja. Schaut euch einen an. Gott hab ihn selig. Aber wir müssen da weiter. Und finden da noch nicht. Ah, der Pater August. Ah, ich wollte. Ah, ich habe wieder das nicht aktiviert. Da. Putze. So. Eins, zwei und drei. Der steht auf. Steh auf, wenn du am Boden liegst. Das war sein Motto. Gut, Collectibles. Es wird dann bald wieder Zeit für Collectibles. So, ich nehme das alles mal mit, weil wir es können. So, auch diese ganzen Urnen kann man zerstören. Selbe wie bei den Kisten. So, und da herüben haben wir eine Möglichkeit, diesen Kopf hier rauszubrechen. Das machen wir jetzt auch gleich mit dem Messer. Denn das brauchen wir. Das ist ein alter Relief, Teil 1 von 3. Wir gehen eh gleich rein, ich schaue nur da. Wir fürchten uns nicht, weil wir Eier haben. Genau, so schaut es nämlich aus, im Schneckenhaus. Gut, eigentlich könnte ich mich schon einmal wieder spritzen. Ah, ah, seine Dröhnung. Ah. Okay, so, das nächste Collectible haben wir hier in diesem Tresor drinnen. Einfach aufmachen und wir finden jetzt natürlich nicht mehr, sonst lege da drinnen Schlüssel Nummer 16. Das erste Mal, dass er nicht in einer Statue ist, in so einer kleinen, in einer Statuette, sondern hier in diesem Tresor. Es ist gleich ein bisschen eine Teaser-Anspielung, schon einmal auf den Boss, dann später mehr sage ich noch nicht. Und gleich daneben hier, auf einem dieser beiden Tische, was der oder der, liegt dann schon das nächste Item, nämlich Dokument Nummer 9. Jo, dann geht's weiter. Munter weiter, munter weiter. Und wir kommen schon. Da seht ihr schon. Habt ihr schon gesehen kurz? Das wird der Endboss hier in diesem Kapitel. Und da müssen wir da noch später rein. Aber vorher müssen wir noch einmal nach links und einmal nach rechts. Und hier haben wir auch noch eine Tür. Da gehen wir gleich natürlich als nächstes rein. Denn wir sind schon ganz spitz auf die Natalia. Gut, das persönliche Dokument Nummer 7, wollte ich sagen, das liegt da irgendwo herinnen, in diesem Räumchen, ja, bitte unbedingt mitnehmen und dann und dann gehen wir in die Klinik rein. Gut. Und wir stehen eh schon direkt davor. Was? Was hast du gesagt? Ja, hier vor uns Zeitung Nummer 11 mitnehmen. Und gegenüber haben wir auch jetzt wieder eine vermisste Person Nummer 6 zum Mitnehmen. So. Das habe ich jetzt gebraucht. So. Tschüss. jetzt folgendes. Also was jetzt zum Empfehlen ist, wir werden als erstes einmal, wir haben ja ein Reliefteil mittlerweile und ihr seht, hier sind drei Köpfe. Eines haben wir schon, das werden wir jetzt einmal einsetzen. Und jetzt werden wir die anderen zwei noch finden müssen, um hier eben diese Kaaba, schaut aus wie die Kaaba in Mekka. Das ist auch so ein Quadrant.
Nur war der schwarz, glaube ich. Nein, ist ja wurscht, das interessiert eh außerdem niemand schon wieder, was ich da erzähle. Ah ja, was sehr wohl wichtig ist, zum Empfehlen ist es, bitte geht's vorher links. Machen wir die linke Seite zuerst und nicht rechts, denn man muss hier Gas abdrehen. Und wenn man das nicht vorher macht, dann würde man einen Schlüssel verpassen. Den würde man dann nicht bekommen. Ja? Und auf dieser Seite hier links ist sowieso wurscht, denn hier gibt es überhaupt keine Collectibles zu finden. Also darum ist eigentlich Schnurzpippen. Darum bitte macht zuerst die linke Seite und dann erst rechts. Denn alles andere, was hier zu finden gibt an Collectibles, gibt es nur rechts drüben. So. Und es reicht auch nicht, dass nur diesen einen Hahn abdreht und glaubt, jetzt könnt ihr schon rechts rüber gehen. Ihr müsst wirklich das alles machen, denn da unten, ja, ist noch mehr zum Erledigen. So, da haben wir ein paar Freaks jetzt dann. Das ist eine richtige Freakshow. Wieder. Bam! Ich drück dich an die Wand. Wie, habt ihr den Arsch gesehen von dem? Habe ich schon schönere Ärsche gesehen. Burn, Baby, burn. So, kann ich da rein? Bam. Eine Axt. Die nehmen wir natürlich auch mit. Also lauter so Zellenbereiche. Da gehen wir dann gleich runter. So. Das kennen wir ja mittlerweile alles schon. Nichts Neues. Da gehen wir dann, da ist dann der Hauptweg. Ja, da ist nur... Ja, genau, da ist nur eine Falle. Entschärfe ich aber auch für den Nächsten. Weil der Nächste, der was hier gefoltert wird, der will ja seine Ruhe haben dann, ne? So, die kill ich jetzt. Schaut's mal da oben. Ja, das habe ich jetzt gemacht, weil ich es kann. Ja? Tolle Sache. Und bitte jetzt erst runter. Denn jetzt können wir das ganze Loot einsammeln. Weggedasht, ne? Ah, ich bin voll. Schade. Mal wäre Spritzer jetzt gut gewesen. Na, ist ja gut. Dann halt nicht. Ja, sonst ist da nichts. Müssen wir wieder zurück. Ich habe euch eh gesagt, oben geht's weiter. Nämlich hier. Dann rein. Also sehr einladend. Und hier seht schon, der bewegt sich. Schwuppdiwupp. Mit dem werden wir es dann zu tun bekommen. So, und jetzt heißt schnell sein. Allerdings, ja, man hat genug Zeit. Ja, wie es auch schon war mit der Julie Kidman natürlich, wie es im Wasserbehälter, in dem Wassertank drinnen war. Da haben wir auch lange genug Zeit gehabt und genauso ist es auch hier. Nicole Kidman, na super, ne? Einfach zudrehen und genau. Dann haben wir das mal. Dann geht's hier runter. Habe ich da? Ach, passt eh. Ich dachte, da wäre, ja. Haben wir wieder ein bisschen Hirnmasse. Njam, njam, njam. Du sollst, ja, kannst du auch machen. Ist ein Springinkerl. So, okay, ich hab den nicht gesehen. Ach Gott, der steht so hinter der Ecke, ne? Also, das ist doch wirklich ein Wahnsinn, ne? So, einmal, zweimal. Ja. Schwupp. Oh, das war oft. Am Strich war das, ganz genau. Also da bin ich wirklich jetzt, am Strich gegangen. Will ich beinahe falsch schon sagen. Jo, da war dann, glaube ich, eh nichts mehr. Ja, sind wir schon da. Ah, ich habe den...
Ich habe den Cheat ausgelöst. Weil da wäre jetzt normal auch Gas. Ich habe den Cheat ausgelöst, weil ich da in die oben in diese eine in diese Zelle gleich gegangen bin. Und wenn man da rein geht, glaube ich, kann man das cheaten. Ach, ich bin so dämlich. Kann man das cheaten? Da kommt jetzt kein Gas dafür mehr, weil sonst wäre da jetzt Gas gekommen. Und das ist dann ein bisschen schneller. Voll. Da bin ich runtergekommen. Das wäre dann ein bisschen schneller voll geworden, dann die Leiste. Und dann hätte ich auch noch dazu machen müssen. Oder? Aber ich glaube, da wäre Gas schon da, oder? Kommt das erst? Sag ich schon wieder einen Blödsinn? Dann werden wir es gleich sehen. Oder kommt das erst? Nein, es kommt erst. Oder? Habe ich einen Blödsinn gesagt? So, wie kann ich da? Kann ich dies? Ja, denke ich mal, muss ja entschärfen können. Muss ja gehen. Ja, nein, ich hab's wirklich. Ich hab's. Ich hab den Cheat gemacht, weil da wär's Gas. Na klar. Genau, und da jetzt muss ich so rüber. Genau, und da ist er. Da wär's überall Gas. Und da wär's auf Zeit gegangen. Und manchmal wird's da so knapp und so eng, dass sich das wirklich gerade noch irgendwie ausgeht. Oder ich habe schon oft gelesen, dass da wirklich viele Spieler sehr oft gestorben sind. Aber das ist also ein Cheat, beziehungsweise so ein Bug. Ich weiß nicht, wie man da sagen soll eigentlich. Jedenfalls zugunsten des Spielers. Ein positiver Bug, ne? Ein Glücksbug. Gut. Ja, dann haben wir es. Also diesen Bereich hier. Wir haben das Gas jetzt mehr oder weniger dauerhaft abgeschaltet, ja? Also da hat das Spiel ein bisschen, ja, ein bisschen einen Bug gehabt. Na gut. Soll uns recht sein. Dann gehen wir darauf, schneiden das zweite Teilchen hier raus. Und jetzt können wir dann rüber auf die andere Seite und dann sind, da sind dann schon sehr wohl einige Collectibles dann zu suchen und zu finden. Genau. So, das werde ich gleich einsetzen. Und dann geht es noch nach rechts rüber. Nur noch eins. Mhm. Ich schau noch kurz. Ja. Ja, ich habe nur kurz gelesen, sorry. Hat sich ein bisschen dämlich angehört. So, kann ich mich jetzt... jetzt kann ich gleich spritzen wieder mal. Mm, ja, haut er nur nicht wieder den ganzen Erste-Hilfe-Koffer rein. So, jawohl, jetzt fühlen wir wieder besser. Man viel hat eh nicht gefehlt, aber... So, jetzt, meiner Meinung nach, eines der... Vielleicht das am besten versteckteste... Statuetten, Dingsbums im Spiel. Ich zeige, es ist wirklich fies. Einfach hier raufstellen und man fährt damit nach oben. Man kann hier nirgendwo weitergehen. Das fährt einfach nur, ist eine Falle, mehr ist es nicht. Und hier, auf diesem Vorsprung steht die Statuette. Einfach hinschlagen, bam. Und ihr könnt den Schlüssel nehmen. Ja. Also wenn ihr euch raufstellt, so einfach umdrehen und da oben auf dem Pfeiler. Da in der Ecke. Also es ist wirklich fies. Das wenn du da nicht schaust. Gut, das war Schlüssel Nummer 17. Ja, dann geht's weiter. Also ich dachte, okay. Ich dachte nur. Und das machen wir so. Da kann ich diese Zahnräder oder was das ist, gleich einmal abschießen. Oh, jetzt werde ich fast da reingelaufen, das ist wieder Falle. Also die sind oft schon wirklich leicht zum Übersehen. Das ist wirklich fies. Aber wir haben ja Adleraugen. Drum. So, da kommt jetzt gleich ein Gegner. Fällt da gleich runter oder was? Na, wo bist du? Da ist er. Na komm. Warte, halt das aus. Okay.
Drei braucht er. Drei braucht er, der Freak. So. Aber es geht ja recht zügig hier. Sollte sich wieder ausgehen in der Stunde, ich hoffe doch. Ah, sind wir schon da. Genau. Da sind wir schon da. Ja, das ist auch so ein Schutztunnel, wo man dann sich verstecken kann. Muss eine Falle sein. Ja, ja. Diese Falle werden wir uns gleich zunutze machen. So, dann kommt's mal. Kommt's mal her. Wir sehen nur einer. Moment. Aber wenn das nur einer ist? Ich meine, ich könnte es auch abschießen, das wäre viel schneller, wenn ich es abschießen würde. Aber ich zeige euch was. Ich zeige euch was Cooles. Mal schauen, ob ich sie überhaupt hinbringe. Ah, das ist wieder sowas. Ja. Muss ich so draufbleiben länger wieder. Denn wenn ich jetzt, da gehen wir gleich runter. Wenn ich hier einmal anhebe, dann geht die Tür da vorne und die kommen neue Gegner dann. So, kommt's noch rein, alle. Gut. Kommt's nur. Jawohl, und? Hallo? Ja, ist hinausgegangen, oder? Ja, den hat's in Haxen mitgerissen, passt. Gut, ja, er ist noch im Raufklettern und alle anderen schaut's. Ih, bis draufhängen, ne? Geil, ne? Also einfach da reinlocken, dass alle da reinkommen und dann einfach auf die Kurbel da hinschießen und dann fällt das Gitter runter und macht alle tot. Also auch coole Sache. Und sonst ist es hier nicht sehr schwer. Nicht sehr kompliziert. Jetzt könnte man da schon weitergehen, da ist der Hauptweg. Allerdings haben wir ja vorher gesagt, wir bekommen einen Schlüssel nicht, wenn wir vorher auf der anderen Seite das Gas nicht abgeschaltet hätten. Und das machen wir jetzt. Und da herunten. Alter, ist finster. Ich sehe nichts. Da wäre jetzt überall Gift. Und da wärst du innerhalb von kurzer Zeit dann tot. Also da heißt da. Na, bin ich so auch wahrscheinlich gleich, wenn ich nicht aufpasse. Sag mal. Was? Wie viel? Manche, die halten ja Wahnsinn aus, ne? Die halten Wahnsinn aus. Die halten sogar den Wahnsinn aus. Oh, Stolperfalle, genau. Man sieht eh nichts fast und. Seht ihr, und da vorne wären auch Pfeile rausgekommen, ja, aus der Wand. Aber wir halten uns hier. Da ist noch eine, oder? Nein, ist wurscht. Und wie gesagt, es wäre sonst nicht einmal möglich gewesen, dass man überhaupt hier runter kann, eben wegen dem Gift. Das wäre hier überall unmöglichst, hier nach unten zu kommen. So, du noch. Wie viel fallen da sind, ne? So, und da ist noch eine, aber die lassen wir. Und jetzt kommen wir hierher und da liegt ein bisschen Loot herum und unter anderem auch. Ich habe es jetzt natürlich schon geholt. Da lege dann auch noch die Statuette. Und das war Schlüssel Nummer 17, Entschuldigung. Schlüssel Nummer. Blödsinn. Oh, doch. Schlüssel Nummer 18. Welcher Schlüssel Nummer 18? Und den hätte man verpasst. Ja. Den hätte man nicht gekriegt. Allerdings, man kann sich es leisten, zwei Schlüssel im Spiel nicht zu finden. Ups. Denn in den Spinden hinten drinnen, bei der Dusse, in der Klinik, ja, sind in den Spinden, in den Schließfächern, in zwei Schlüssel drinnen. Also in zwei sind Schlüssel drinnen. Also insgesamt zwei Schlüssel gibt es auch dort drinnen, mit denen ich wieder weitere öffnen kann. Also
bräuchte ich zwei nicht. Ja. Also drum sind mir auch, ihr seht es ja unten, rechts zwei Schlüssel übrig geblieben. Ja. Also es ist eigentlich 45 Schließfächer gibt's und zwei bleiben einem dann über natürlich, laut Adam Riese. Ne? Weißt du Bescheid. Jo, das war Schlüssel Nummer 18 und jetzt gibt's dann noch einen Schlüssel. Einen versteckten, jetzt kann ich da mal öffnen, muss ich auch, ne? Sonst komme ich da nicht rein. Muss ich schon drehen. Und der ist auch leicht zum Verpassen. Den kann man schnell mal übersehen auch. Den Schlüssel Nummer 19 ist auch übrigens der letzte Schlüssel, der letzte Collectible hier in Chapter 7. Ja, dafür gehen wir da mal rein. Moment, ich schau mal. Da, also mit der Flasche will ich nicht. Ich stirb endlich. Nasser. Es ist doch einer. Mach mir das Leben nicht gar so schwer. So. Da ist noch einer. So, gute Nacht. Schlaf gut. Träum süß. So. Jo. Also wenn ich hier dieses dritte Teil rausschneide, komme ich schon raus und bin am Ziel. Allerdings will ich das noch nicht. Denn ich will hier kurz noch mal drehen. Hol mir das Gitter runter, stell mich drauf. Und hier ist sehr wohl ein geheimer Bereich hier oben. Seht? Und wenn man da gleich weitergeht, wird man das verpassen. Hallo? Ich bin so dämlich. Ich bin jetzt nicht gleich runtergegangen und oben waren auch Stacheln. Oder hat es mich zerdrückt? Weil das zu weit drauf geht. Ich musste früher aussteigen, aber egal. Wurscht. Wo hat es mich jetzt abgesetzt? Moment, wo bin ich? Da bin ich, okay. Muss ich jetzt alles noch? Okay, gut. Egal, dann muss ich das nochmal schnell machen, egal. Kommen die? Gut, jetzt machen wir es auch im Schnelldurchlauf, im Schnellverfahren. Da, da und hier noch. Ja, so viel Zeit muss sein, dass man dazwischen noch schön das Loot aufhebt. So, du noch. Ach Gott, na, sorry. Warum? Manchmal, oh ja, aber ein paar Ableben müssen auch sein. Das wäre ja doch, wäre ja fad auch, ne? Wenn man alles so perfekt macht und so, ne? Habe ich eh schon in anderen Spielen auch oft erwähnt. Immer nur so perfekt sein. Wer will denn das schon? Perfekte Menschen, ne? Da gibt es ja sowieso nicht, aber perfekt sein wollen, ne? Das wollen viele, ne? Gut. Dann nochmal das Ganze. Aber jetzt. Dann da gleich rauf. Und du. Bam. So. Und du. Hallo? Bam. So, dann da rauf. Und jetzt bitte. Ich glaube, weil ich mich nicht duckt habe. Ich komme im Stehen nicht rein, oder? Weil es so. Oder? Oder doch? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, so wird es gemacht, ja. Und hier nehmen wir das große, den großen Fruchtcocktail mit. Ja, Gehirncocktail. Und auch auf diesem, ja, dem kleinen Altar hier, sagen wir mal Altar, da wo ich gerade hinzeige, steht dann auch eine Schatulle. Und in dieser Schatulle, das haben wir schon mal in Chapter 2, glaube ich, gehabt, wo man die Schatulle dann öffnet und da liegt der Schlüssel gleich drinnen. Genau. Ja, dann kann man die Leiter hier runterlassen. Und genau, wir sind eh schon wieder da. Da wieder runter und darauf. Genau. Jetzt haben wir auch das letzte Collectible gefunden. Das war Schlüssel Nummer 19. Und weitere gibt es hier in diesem Chapter nicht. Jetzt gibt es nur mal den großen Endkampf. Ja. Bosskampf und das werden wir auch noch schaffen, denn ich bin ja Imba, ich bin ja Wahnsinn, ne? Ich bin urgut, ur. So, jetzt öffnet sich dieser Stein mit Stacheln drunter, mit Stacheln besetzt. Ich werde mal gleich schauen, dass ich da, ja, ich habe eh genug.
Weil das wird mir jetzt eine große Hilfe sein, denn zwei Schüsse. Aber mit einmal ist da nicht gemacht. Getan. Da bedarf es schon ein paar mehr. Aber ihr werdet es dann schon sehen. Aber toller, toller Kampf, toller Boss, gefällt mir sehr gut. Das ist er, der Wächter. Cooler Typ. So, jetzt muss ich mich schnell befreien. Und dann heißt es laufen. Aber nicht weit, ich brauche nur ein, zwei Schritte zurückgehen. Und jetzt muss ich dann verkehrt laufen und darf in die Mine nicht rein. Und das ist gar nicht so leicht. Bin ich auch schon ein paar Mal gestorben. Ja, ging einmal gleich beim ersten Mal, Gott sei Dank. Und da wird schon angeteasert, seht ihr überall diese... Du bist sicher. Wo ist... Kid. Kid. Kidman? Ist sie auch hier? Kid, Kid. Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? Ihr gut. Geh zurück. Ich mach das auf. Ich mag's nicht. Ich mach das nicht mit der Waffe. Ich mach es mit meinen bloßen Händen. Oder Fäusten in dem Fall. So, ich bin voll. Ich kann mir nichts nehmen. Ja, machen wir gleich auf. Ich schaue, ob da noch was liegt. Grippekampf hier überhaupt. Auch dieses, diese Kampfarena. Ich weiß nicht, es ist schon beim ersten Mal. Es war schon, war. Muss ich schon sagen, das war schon, war. Aber mit so einer Ausrüstung, die ich habe, da fühlst du dich schon ein bisschen wohler. Darf ich vorstellen? Einmal. Ah, jetzt reicht schon einer. Jetzt reicht einer schon. Okay, das ist cool. Jetzt reicht schon ein Schlag. So, und jetzt ist Giftzeit wieder mal. Und ich muss da durch. Und muss jetzt sämtliche Räder dann. Das kann ich jetzt auch nicht nehmen. Das wird später erst aktiviert. Ja. Das geht mal hier lang. Und muss gleich hier mal das erste Rad. Und meistens geht es dann nicht aus. Allerdings wollen da wirklich nur einen einzigen. Also, okay, das ist jetzt, okay. Mein Sniper ist schon so stark, dass ein einziger Schlag. Früher waren es immer zwei. So, also wie gesagt, hier. Dann geht es gleich hier weiter. Jetzt mache ich dazu. Bam. Schnell versperren. Als nächstes muss ich, glaube ich, da ums Eck. Dann zu dem Rad, oder? Ja, genau. Aber der wird da, das... Oh ja, das geht sich aus. Das geht sich aus. Jetzt kommt er wieder. Ah, das ist so krank, ne? Oh. Oh. Aber durch das er das gemacht hat, kann er sich durchteleportieren. Das ist einfach nur, das ist sowas von... Dieses Ding nicht tot. Was? Wo bin ich denn? Hallo? Kamera? Kamera? Du sollst... Bäm! Ein ins Bauchel. Ein hinein ins Bauchel. Was? Da lag ja was. Also die wollte ich mal nehmen. Genau. So, jetzt muss ich zurück. Hier zurück. Back. Moment, na, wo bin ich jetzt? Wo muss ich jetzt? Hab ich kurz verlaufen? Da muss ich da lang? Da ist nichts.
Ja, passt nicht, aber seh. Genau, jetzt macht er das eine kaputt. Dass ich das nicht mehr zumachen kann. Aber wir haben ja was gesehen. Die Zeit habe ich. Dachte ich. Aber da kann man nichts anhaben. Ich bin so stark. So, jetzt geht's. Wo ist denn das? Genau, hier liegt's. Und jetzt erst kann ich das Rad nehmen. Darum habe ich es vorher noch nicht nehmen können. Das Ventil, den Ventilgriff. Und den nehme ich mal jetzt. So, wo muss ich hin? Wo waren wir? Da, genau. Den setze ich da ein. Aber drehen wir noch nicht. Oder? Geht sich das aus? Nein, geht sich nicht aus. Gut, Spompernadeln mag ich jetzt auch keine machen. Okay. So. Jetzt habe ich wieder Zeit. Ah, der legt Minen aus, der Freak. So, und jetzt habe ich das gleich zu und komm ein bisschen noch und jetzt. Ah, okay. Jetzt ist das Gas abgedreht. Und jetzt geht es da runter. Und nochmal runter. Schwuppdiwupp. Ja, gut gemacht. Gut gemacht, nichts ist geschehen. Und wir haben eine super Zeit. Wir haben nicht einmal noch 40 Minuten. 37 Minuten haben wir erst. So, und jetzt darauf. Ja, das war's mit dem Wächter. Ja, besser gegangen, als ich dachte. Besser, als ich dachte, war das jetzt. Gut. Dann hier ums Eck. Um die Schrämsen um, eh? So. Ja, ich schaue nicht mehr. Ja, da haben wir eh alles gehabt. Ja, wir haben nichts verpasst. So, nehmen wir noch das Gelchen mit. Und take a free fall. Jupp. Und das war's mit Kapitel Nummer 7. Tolle Sache, gut gegangen, ja. Nichts ist geschenkt, habe ich schon gesagt. Und wir haben nicht einmal noch 40 Minuten. Und ja, dann sage ich Dankeschön wieder. Es war toll mit euch. Ja. Wäre nur das die Hälfte gewesen ohne euch. Ja, ja. Und ja, beehrt's mich wieder, wenn's Zeit habt und Lust habt vor allem. Gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Evil Within auf der PlayStation 5. Ciao.